Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade beim Bienen. Ich habe schon meinen Anzug an. Ja, und da sind die Bienen. Da. Und dahin sind die aggressiven, wie Papa immer sagt. Als erstes machen wir so Rauch. So Dämpferrauch, damit die Bienen nicht mehr so aggressiv sind. Und warum machen wir das? Damit die Bienen uns nicht stechen. Denken die, es ist ein Feuer und ziehen sich zurück, um ihre Königin zu beschützen. Okay. Und deswegen kommen dann die Bienen nicht raus. Genau, und wir sind hier bei meinem Vater und meinem Opa in der Arbeit. Hier in Waiblingen. Sind jetzt gerade unten auf dem Balkon. Beim Wasserturm. Und hier ist schön Blumen für die Bienen. Wasser. Und hier ist die Schussbahn von den Bienen. Hier. Ja, also hier fliegen die so und dann zack zurück ins Nest. So, und mein Papa will selber Inka werden. Der macht seine Inka-Ausbildung. Ja, ja. Mit dem Herr, wie heißt er? Hertel. Herr Hertel. Genau, und zum German ist Imker. Genau. Das hier ist mein Lieblingsvolk. Und warum machst du das da hinten so? Ich muss ja diesen Tabak, diesen Rauch, ja, im Prinzip zu einer Glut bringen, weil ansonsten raucht er nicht. Und wie du siehst, ist hier hinten, ja, ein Loch. Damit, ja, saugen wir die Luft an, mhm, und geben die in dieses Gefäß rein. Und jetzt schau her, wie das raucht, mein lieber Scholli. Boah. Ja. Oh, das riecht noch so gut. Und da ist die erste Schicht. Genau, und das ist die Sperrfolie. Mit dieser Sperrfolie halten wir auch die Wärme da ein bisschen drin. Okay. Oh. Ja, da kommen sie. Schön viele Bienchen. Schön viele Bienchen. Schau, was passiert, wenn man da eine Rauch drauf macht. Und es gehen alle rein. So. Nur damit ihr mal seht. Hier oben ist der Honigraum. Hier legen die Bienen und machen die Bienen ihren Honig rein. Kannst du mal so ein und Fach rausholen? Und in dem unteren Bereich ist der Brutraum. Hier werden die Babybienen. Ist die Königin drin und züchtet ihre Bienen nach. Und da. So. Wie ihr seht, die sitzen hier schon alle. Guck mal, die sind total friedlich. Ja. Die wollen gar nichts, nicht pieksen, nicht stechen. Also im Gegensatz zu dem, wie es immer heißt, dass Bienen ich kann sogar voll böse und gemein nah dran sind, gehen. Hier fangen die jetzt an, hier überall den Honig reinzumachen. Das ist jetzt eine Wabe von dem äußeren Bereich. Boah, mhm, das sind ganz schön viele. Schau. Und fass das mal an, heb das mal, wie schwer das ist. Heb es mal hier. Oh. Hier heben. Und Achtung, heben. Das ist sehr schwer, oder? Ja, echt schwer. Und dieses schwer heißt, hier ist schon ganz schön viel Honig drin. Und da sind doppelt so viele. Und seht ihr das hier? Siehst du das in der Kamera, wie es glitzert? Ich weiß, ja, das sieht man. Ja, da ist jetzt der Honig drin. Und wenn du magst, nimmst du deinen Finger. Pass auf. Da mit dem Finger rein. Nein, mit dem Finger. Nein, die Bienen. Oh, nein, hier, piek mal rein mit deinem Finger, komm. Aber das sind Bienen. Die machen dir nichts. Piekst da rein und hol dir Honig. Probier ihn. Sieht sie das? Dank. Nein, also, du probierst jetzt Honig. Den Honig. Jawohl, gerade geholt, gerade gepiekst. So lecker. Frisch aus der Wabe, echt süß. Ja, da machst du jetzt wieder deine Mütze drauf. Super. Genau, der Imkeranzug, der ist wichtig, weil wenn man in den Brutbereich kommt, spätestens dann fliegen sie auch richtig raus. Im Honigbereich ist das noch nicht so. Jetzt kommen wir in den Brutbereich, das heißt, da müssen wir jetzt ein bisschen auch mehr aufpassen. Ja. Wie ihr seht, da ist ein Gitter, hier,
Dieses Gitter sperrt diesen Brutbereich von dem Honigraum ab. Da machen wir wieder ein bisschen Rauch hier rein. Hier müssen wir auch Rauch hinmachen, wie ihr seht. Guck mal, wie die gleich weggehen. Ja, um die Königin zu beschützen. So, jetzt machen wir das Gitter weg. Was ist das? Wo es trennt. Was ist trennt, genau. So, und dann machen wir wieder gleich. Es wird gleich ganz anders sein, weil das sind wirklich viele, viele Bienen. Vielleicht sieht man es schon, wenn ich hier ein bisschen so reinzoome. Ja. Boah, abgefahren. Und da fangen sie jetzt gerade an zu bauen. Das ist praktisch aus Bienenwachs hergestellt. Und das haben wir hier reingelötet. Schau. Ja. Und das sind fünffach so viele. Da. So. Alles schwarz. Genau. Da auch. Und warum sind da manche schwarz? Da sind welche schwarz. Manche weil Waben. Dort schon. Zeig mal. Das ist an die andere Seite. Also ja, weil dort schon mal gebrütet worden ist. Okay. Und die, da wo nicht gebrütet wurde, ist gelb. Genau. Ja, Seht ihr das so weiße Punkte? Ja. Das sind schon Larven. Das heißt, es werden Bienen. Ah. Ja, und man sieht auch tatsächlich, wie das glänzt. Ja, und da wird die Brut eingelagert, dann wird die verdeckelt und dann schlüpfen die 19 Tage später schlüpfen Bienen. Larven. Erstmal sind es ja die Larven. Und wenn man im Brutraum ist, muss man darauf achten, dass man mit dem Rahmen hier über dem Kasten bleibt. Weil, guck mal da unten. Sag mal. Streifen mal ab. Seht ihr das, wie die da unten hängen? Ja. Das sind auch Waben. So. Und schaut her. Hier ist überall, seht ihr das Braune? Alles schwarz. Oder? Ja, du musst ein bisschen weg. Überall verdeckelte Brut. Ja. Ja. Das sieht man. Und hier drumherum. Gib mal ein bisschen weg. Ist der Honig. Dort. Da sieht man es vielleicht sogar ein bisschen glänzen. Futter für die. Ja, dort Bienen. Sieht man ein bisschen glänzen. Ja. Die richtige Schule wählen. Donner und Kern.